Es geht in die Abendstunden und ich bin auf der Suche nach Büffelfisch. Orange Grumbler hat das gestern schon im Stream geschrieben. Er war hier schön würzig unterwegs und ich schaue gerade im Discord, hat Baitcast auch schon was geschrieben. Und ich tüdel jetzt hier alles zusammen mit Futtermische, mit verschiedensten Aromen. Und wir suchen schön auf Masse den Büffelfisch. Na und im Idealfall haben wir doch dann auch noch den schwarzen Büffelfisch irgendwann dabei. Gucken wir also mal, was da so geht. So, raus mit der Futtermische. Zack, ich stehe gerade, ihr seht es, ein bisschen schräg, Alten. Bisschen schräg hier an der Reling. Aber Hauptsache, es geht was. Und ich hatte bisher noch keine Futtermische drin. Komplett blank ohne Futtermische. Auch da sind schon die ersten Büffel reingegangen. Ohne PVA, ohne Futter, ohne alles. Einfach nur auf den Köder. Kann man also auch machen. Aber wir wollen ja jetzt versuchen, die Spots so ein bisschen zu lenken und zu steuern und die Spots so zu variieren, dass wir hier eine größere Population haben an Büffelfischen und nicht so viel Beifang. Ich meine, so ein Marmor und so ein Schuppi, wir gucken gleich mal ins Netz und so weiter, das nehmen wir natürlich auch alles gerne mit. Ist ja nicht verkehrt. Also wenn man hier einfach steht, um einfach nur eine gute Frequenz haben zu wollen, vielleicht einfach ein bisschen Happy Hour machen und dann hier alles mitnehmen, was es so gibt, dann ist das auch gar nicht verkehrt. Aber wenn wir eben gezielt einen Fisch rauspicken wollen, dann machen wir das natürlich auch mit einer Futtermische. Und guck mal hier, Cracky gönnt sich auch gerade schon die Trophy 17 Kilo großmäuliger Büffelfisch. Macht halt immer wieder Bock. So, jetzt müssen wir hier nochmal eben an der Kante nochmal ein bisschen Beleuchtung hier anbringen. Zack, schön da so rein, perfekt. Dann haben wir nämlich hier auch gleich schön Beleuchtung indirekt. So, und jetzt heißt es hier natürlich warten. Jetzt sind ja erstmal 6 Bällchen Futtermische drin. Dreimal ausgeworfen mit doppelten PVA. Also 6 Bällchen Futtermische sind drin. Ich werde jetzt gleich noch 2-3 Mal auswerfen. Dann ist der Spot erstmal ordentlich aktiv. Und dann gucken wir, ob hier in der Nacht überhaupt ein bisschen was geht oder ob wir hier bis in die Morgenstunden warten müssen. Soweit ich weiß, waren die Büffel in der Nacht nicht so sehr aktiv. Genau, so sieht das hier aus. Ohne Futtermische. Gänzlich ohne. Ab hier war ja gerade erst der erste Einwurf zur Futtermische und dann rausgezogen. Also quasi alles hier noch komplett ohne Futtermische. Ein paar kleine Büffel sind dabei, Schuppenkarpfen, Amure, Marmorkarpfen, vielleicht gehen auch noch Wildkarpfen mit rein. Alles durchaus möglich. Der Klassiker sozusagen eben auch hier. So, der Klassiker fürs normale Angeln an der Achtuba. Machen wir doch nochmal ein bisschen Licht, denn da hinten wollen wir hinwerfen. Ich werfe einfach immer hier zu diesem Busch zwischen 8 und 10 Meter, hieß es. So, jetzt haben wir natürlich hier die Situation, ich stehe ja jetzt hier so komisch schräg, das heißt, wir nehmen uns hier nochmal so einen knappen Meter. Deswegen bin ich hier gerade auf 10 Meter, damit wir hier auch die komplette Distanz sozusagen haben. 10 Meter ausgeworfen und dann ziehe ich ja quasi wieder mit dem Clip ein bisschen zurück. Aber zusätzlich haben wir ja auch noch einen Wirkradius des Futters von 2,5 Meter im Radius, also 5 Meter einmal quer durch. Bedeutet also, wir sollten hier die gesamte Area schön eingesottert haben mit der Futtermische und dementsprechend wird das schon passen. Also da mache ich mir gar nicht so einen Kopf. Von der Position her, ja, ihr seht es, wir sind hier, wenn man hier einfach mal langläuft, zwischen diesen ganzen Kanälen hier, an der Achtuba, dann sind wir eben hier unten schön an der Kante. Man muss natürlich immer gucken, dass man nicht so weit hier ins Wasser kommt, dass man da irgendwie festhakt oder so. Und dann sollte das doch auch ganz gut laufen. Orange Grumbler hat gestern noch geschrieben, der hat so zum Abschluss von einer Stunde Angeln, hat er dann auch noch eine Trophy gefangen, ist also auf fast 1000 Silber in der Stunde gekommen. 970 oder so hat er geschrieben. Also eine super Frequenz mit Büffel. Und wir gucken uns mal eben die Köderkombis an. Mit Pellets, Krabbe und Fisch Pellets auf 14. Relativ klein. Gewürzboilies und Hot Devil.
Das ist die Kombi, damit hat er komplett durchgezogen. Hier mit Gewürze, das ist die Kombi im Discord vom Baitcast. Link zum Discord direkt unterm Video, auch einfach mal reingucken. Mit Flusskrebs als Dip, auch durchaus eine Möglichkeit. Hier das Krebsige so ein bisschen mehr nochmal rauszukitzeln. Diese leicht fischigen Aromen hat auch schon geliefert. Und ja, das ist jetzt hier einfach nochmal die Kombination, ne, mit Hot Devil. Ich denke, hier kann man einiges noch ein bisschen variieren. Also, ich glaube, wichtig, diese fischige Komponente, die sollte man schon mitnehmen, aber eben auch gewürzige Komponenten. Zack. Also, das ist das A und O, dass wir da eben beide Komponenten mit drin haben. Und dann geht das hier auch gut ab mit einer vernünftigen Frequenz. So, jetzt bin ich natürlich echt gespannt, wie läuft das hier noch gleich in der Nacht. Komme ich hier ein bisschen auf Masse oder nicht? Aber letzten Endes, ich meine, die Spots sind bekannt. Wenn so ein Spot läuft, dann läuft er richtig und dann geht es auch richtig gut ab. Und dann nutzt man die Chance einfach und zieht sich hier ein, zwei Büffeltrophys raus. Vielleicht ist auch irgendwann mal noch der schwarze Büffelfisch dabei. Das wäre halt richtig, richtig nice. So. Von der Position her, ich stelle mich mal ungefähr so hin. So, passt das? Ja. So, das ist die Position. Ja. Also, von der Base starten wir. Wir müssen den großen Schlenker machen, komplett um den See herum. Hier unten an dem Schniepi ist auch immer, das war, glaube ich, das letzte Video zum Büffelfischangeln, hier ist auch immer wieder eine Stelle. Kann sein, dass in 3-4 Tagen, dass der hier vielleicht auch noch anzutreffen ist. Im Moment ist er wieder hier an der Stelle, auch altbekannt. Eine Pose, die halt immer wieder gut funktioniert. Na guck, auch wieder einen Schubi. Also, ich nehme hier gerade alles mit. Mir ist das gerade relativ wurscht. Ich habe den weißen Büffelfisch. Ich habe natürlich auch die anderen Fische hier alle schon abgehakt. Für mich geht es gerade nur darum, um zu gucken, geht hier vielleicht auch noch der schwarze Büffelfisch rein. Immer mal wieder testen. Mit ganz viel Glück ballert dann irgendwann auch der schwarze Büffelfisch rein und man kann den abschließen als Trophy. Das wäre natürlich der absolute Burner. Von der Futtermischel, das gucken wir uns natürlich auch nochmal im Detail an. Also, Köder haben wir. Gewürzangriff und Hot Devil, beziehungsweise Gewürzangriff mit oder Gewürze und Flusskrebs, das schön auf Krabbe und Fischpellets. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht auch noch, statt Pellets nochmal Boilies zu nehmen und dann Krabbe und Muschel Soluble, könnte man vielleicht auch noch nehmen, diese fischige Komponente nochmal mit auflösenden Boilies. Das hat ja zuletzt auch ganz gut geklappt. Ich bin hier ein bisschen übertrieben wieder drin mit einem 1-0er Haken, um einfach möglichst große Brocken hier rauszukriegen. Das geht mit Sicherheit auch ein bisschen auf die Frequenz, also das drückt ein wenig die Frequenz. Ich gucke gerade mal, Baitcast ist hier unterwegs, zum Beispiel mit einem 1er-Haken. Genau, 22er Vorfach, also auch relativ fein. Man muss gar nicht so riesig groß reingehen, denn die Büffelfische sind ja auch gar nicht so riesig. Also da kann man auch mit einem Mittelklasse-Setup ganz hervorragend hier Cash machen und XP machen. Also sowas wie einen normalen Fortuna Carp mit einer HSV in Kombination. Da bist du beim Büffelfischangeln genau richtig. Klassische Haarmontage als Montage ausgewählt, also die Grundboilies. Und dann lübt das schon. Und dann kann man hiermit eben, ja, zum einen ganz gut Cash machen, zum anderen natürlich auch ganz gut XP-se. Und man muss das Ganze auch nicht mit PVA machen. Wenn ihr hier steht auf die kurze Distanz, kann man auch die Bällchen einfach reinwerfen. Apropos Futter, ich muss das mal dringend runternehmen, damit ich hier nicht direkt zum Anfang alles schon komplett überfütter. So, der haut gerade nach da hinten ab. Auch das natürlich super praktisch. Fische kommen hier eigentlich so gut wie nicht weg, ne? Also wenn man so einigermaßen mit Level 28 schon so ein bisschen Skill hat im Game, dann sollte man es schaffen, hier jeden Fisch komplett müde zu drillen, ohne dass man hier leer gezogen wird in den kleinen Kanälen. Absolut machbar. Hier sollte eigentlich kein Fisch irgendwie abhauen können. So, ich glaube, wir haben alles. Das ist, Futtermische. Verdorrig. Futter, Futter, Futter. Habe ich sie jetzt überall abgemacht? Futtermische brauchen wir noch. So sieht das Futter aus. Mais. Basis, also auf Maisbasis alles zusammengemischt. Und dann ist es natürlich ein bisschen die Frage, gehst du mehr auf das Fischige ein oder mehr auf das Gewürzige ein? Und ich bin jetzt hier nach Orange Grumlat sozusagen auf das Gewürzige mehr eingegangen, auf das scharfe Maisbasis, würziges Futter. Das sind auch solche Feedpellets.
Dann habe ich einen Gewürzboilie geschreddert. Da braucht man auch keinen Pop-Up oder so schreddern, sondern die ganz normalen, die kleinen nehmen, weil man davon immer fürs gleiche Geld mehr bekommt. Und wir schreddern halt immer 30 Stück. Deswegen lohnt es sich da einfach einen ganz normalen, einfachen Gewürzboilie zu nehmen, den schreddern und gut ist. Dann hat man schon mal ein bisschen größere Partikel wieder für größere Fische. Scharfe Feedpellets. Hier habe ich jetzt nochmal Krabbe dann mit reingenommen. Beim Baitcast sah es so aus, dass er deutlich mehr auch noch auf die Krabbe eingegangen ist. Hier jetzt dann als Abschluss nochmal Gewürz als Dip, als Aroma oder Piment. Ist ja auch ein Gewürz, könnte man natürlich auch nehmen. Also dann hat man hier was schön Würziges und Fischiges als Futtermische. Und damit sind wir dann futtermäßig komplett durch. Und ja, tatsächlich, auch in der Nacht geht, halt, Futter runter, auch in der Nacht geht hier noch ein bisschen was. An allen Routen ist Action. Das ist schon mal gut für eine gute Frequenz, für gute XP-se und natürlich dann am Ende auch noch für ordentlich Cash in a Tash. Genug Silber. Das wollen wir natürlich auch noch machen. Na, komm ran hier. Das wär's. Jetzt schön in der Nacht noch der schwarze Büffelfisch. Nö. Nen Schubi noch. Also, Attacke Vollgas. Gönnt euch den Spot mit schön Geduld. Einfach hier mal wieder auf Masse gehen, auf Cash gehen, auf Büffel gehen. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.